Wie moven wir die Brücke mal? Ich glaube, die müssen wir dann von der anderen Seite bauen. So. Konglomerat. Weil draußen ist leider keiner mehr, der die bauen kann. Draußen ist nur ein Ambush-Turm. Und die werden. Naja, die sind zum Glück zu dämlich, da eine Brücke zu bauen. Aber hey, es ist ruhig geworden, nachdem fast 3/4 meiner Zwerge getötet wurden, also sogar über 3/4. Weil wir haben ja sogar Migranten gekriegt in der Zwischenzeit. Konstruktion inaktiv. Keiner will Architektur machen. Ja. Wie geht's meinem Leader? Miserabel. Ja. Zustand. Tasks und Preferences. Dined with Popper. Sie ist, also ich bin nicht glücklich darüber, dass Kriminelle nicht bestraft wurden und dass mein Mandat ignoriert wurde. Und ich wurde verwundet. Ich habe Wunden? Nö. Ich habe nur Hunde. Und ich habe wieder Zwerge, die Tantrums werfen. Und ich habe Coffins gebaut. Sehr schön. So. Sag mal, der Coffin da ist doch auch nicht verboten, oder? Doch ist er. So, Building N. So. Tische wurden abgerissen. Zeug wurde kaputt gemacht. Überall Blut und Schrott. Keiner will die Brücke aufbauen. Ja, wir sind wohl da drin gefangen. Ich habe auch keinen Miner mehr, oder? Doch, mein Weapon Smith. Der könnte uns einen Ausgang minern, dass wir fliehen könnten. Ich glaube aber, das ist jetzt zu viel des Guten. Ich warte lieber, dass die Invader abhauen und dass der Geist nicht alle verrückt macht. Und vor allem, dass nicht noch mehr Geister aufsteigen, weil es werden noch mehr Geister von den Toten außerhalb aufsteigen. Garantiert. Es ist definitiv nicht überstanden. Ich könnte auch mal mein Trade Depot wieder aufbauen. Obwohl ich glaube, das Konglomerat-Blocks das Falsche waren. Kind ist verdurstet. Also hört die Anzahl der Toten doch nicht auf. Oh, es wird doch gebaut. Yay, wir haben ein Trade Depot, das uns nichts bringt. Ja.
Der Mechaniker konnte kein Wasser geben. Die Leute werden da verdursten. Das wird auch nicht mehr lange dauern, oder? Ja, Mike, wird's für die Schlachtbank. Zwei Stück, oder was? Ja, ein Schwuler und ein Gamesetter. Ne, du bist ein Mason. Ja, Pickel, die wurde tot gefunden. Du bist bewusstlos. Du bist... Achso, du bist der Expo. Wunden. Du bist durstig und sehr unhappy und auch bewusstlos. Du wirst wahrscheinlich bald verdursten. Du nix, du auch nix. Ruh dich aus, ruh dich aus, ruh dich aus. Hunde, die infiziert sind, ja. So, die jagen gerade meine neuen Migranten durch die Gegend, nehme ich mal an. Farmer ist am Durst verstorben. Jo. Zwergenkinder da draußen. Totgeweihte Zwergenkinder. Jo. Da kommen nämlich schon die Goblins. Töten alles. Ja. Tja. Die paar Zwerge hier draußen sind der kleinen Goblin-Truppe schutzlos ausgeliefert. Während wir es nicht schaffen, unsere Brücke zu reparieren und zu helfen. Tja. Oh, wir sind wieder auf 31 hoch. Ja. Das sieht echt nicht gut aus. Ein Farmer. Ein Haufen Invaders. Und ein paar Goblins. Und was heißt ein Haufen Invaders? Ein paar Goblins, die unsere Migranten durch die Gegend jagen. Sehr schön. Ich würde die Migranten am liebsten in ein Squad stecken, ihnen sagen, sie sollen sich hier sammeln oder um ihr Leben kämpfen. Könnte ich eigentlich. Ich könnte ein Squad createn, no uniform am besten, und gucken, alle, die keinen Job von mir gekriegt haben. Oh, der Ranger war falsch. Ne, der war doch richtig. Alle, die keinen Job von mir gekriegt haben. So, so. Der Diagnostiker, der Farmer, der Jeweler, so. Der Mason vielleicht nicht, der Fishery Worker, Gamesetter, Potter. So, die restlichen sind eigentlich meine. Ach, packen wir den Mason noch mit rein. So, und das ist jetzt Squad B. Squad B, move dahin. Und dann prügelt euch von mir aus. Mit den Goblins. Hä? Ist ein Crossbowman gerade verschwunden? Hauen die ab? Das wäre schon mal praktisch, wenn sie abhauen würden. Aber nein, sie kommen zu uns.
Oder ignorieren uns gerade. Jawohl, wir gehen auf sie los. Juhu. Siege was broken, jawohl. Wir haben es gerade tatsächlich geschafft, die Invader zurückzuschlagen. Squad B, Cancel Order. Aber wenn auf Squad B schon wieder welche gestorben sind. Ja, wir sind wieder auf 28 runter. So, jetzt müsste es doch demnächst mal möglich sein, diese blöde Brücke fertig zu kriegen. Architecture to everyone. Ich habe doch nur nichts zu jedem Architektur, oder? Doch, ich scheint zu jedem Architektur bereits hinzugefügt zu. Achso, das wird automatisch gemacht, wenn die Zwerge da ankommen. Okay. Ja, dass der Dwarf Therapist so schlau ist. So. Super, da ist ein Goblin in meine innere Mauer reingefallen. Sehr schön. Ja. Wäre da jemand so freundlich, sich um die Brücke zu kümmern? Wo sind eigentlich die ganzen Zwerge außerhalb hin? Ja, wir haben wieder ein Zwerg, ein Geist. Auch gut. Ich frage mich aber wirklich, wo die Zwerge hin sind. Ich sehe nämlich nur den einen, der da so unzufrieden rumläuft. Hier sind keine, hier auch nicht. Und hier auch nicht. Aber es müssten welche da sein. Der Squad hat immerhin noch 7 Zwerge. Ich guck mal. Achso, die Kinder sind wieder abgehauen. Ja, da ist Militia Commander. Achso, was machen die immer noch da? Squad B hat im Augenblick Schedule inaktiv. Active Training. Was ist eigentlich mit A? Die sind auch Active Training, okay. Und ich glaube, wir haben immer mehr. Ja, wir kriegen immer mehr Leute, die unser Vorheim suchen. Also immer mehr Geister. Jetzt ist wieder 3 Stück. Nicht schön. Macht endlich mal die Brücke. Eine Menschenkarawane. Ein toter Rekrut. Ja, die Wagen sind vorbeigegangen. Tja, wir haben nur die Menschenkarawane hier, die nicht reinkommt. Ich muss wohl wirklich bald einen Zugang buddeln mit meinem Waffenschmied. Weil wir einfach nicht diese Brücke da fertig kriegen. Wo sich wohl oder übel hier einen Durchgang graben. Ja, es ist eh alles verloren. Beschleunigen wir die Sache einfach mal ein bisschen.
So. Wenn der nicht mehr ruht, soll er sich da durchbuddeln. Weil die Zwerge hier oben, die verdursten. Ja, Joker ist, glaube ich, schon jetzt richtig am Verdursten.